als ein Geschenk. Wir haben die Wahl, Freiheit oder Vaterstaat. So der Titel des Buches von CDU-Politiker Professor Kurt Biedenkopf. Am Mittwoch stellte er sein Werk im Bücherpustet in Straubing vor. Das Thema der 256 Seiten, die Konstruktionsfehler des Sozialstaates. Der Staat soll die Ordnung der Freiheit sichern und dafür muss er stark sein. Und wenn er stark sein will, kann er sich nicht überall einmischen. Je mehr er sich einmischt, umso schwächer wird er, weil er dann überall von allen Interessen gezogen und beeinflusst wird. Und das ist die Situation, wie wir sie heute haben. Und wenn diese Situation entsteht, dann sagen die Bürger, sie wüssten eigentlich nicht mehr, was die wollten, die Politiker. Und sie hätten ja wohl selbst keinen Durchblick mehr, weil so viele Widersprüche auftreten. Also das Entscheidende ist, wenn man Freiheit haben will, muss man Verantwortung übernehmen. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Eine politische Herausforderung, jedenfalls für Biedenkopf. Seine Forderung an die Bürger? Mehr Engagement und Motivation. Das bot genügend Diskussionsstoff. Moderiert von Susanne Herr, Politikchefin des Straubinger Tagblatts. Hierzu ein Auszug der Meinungen der Zuhörer über Biedenkopfs Thesen. Auf der einen Seite könnte man sagen, ja, was Herr Biedenkopf gesagt hat, das klingt ja ein bisschen blauäugig. Aber das ist ja, wenn man nur diese eine Sache isoliert sieht. Man muss ja sehen, dass sehr viele Faktoren jetzt zusammenwirken, die alle die Wende wollen. Auch diese Katastrophe in Japan hat gezeigt, wie sehr Menschen bereit sind, sich zu engagieren, wenn woanders jemand leidet. Der hat so gute Ideen, so gute Meinungen und so gute Vorsätze, die er weitergeben möchte. Aber wo kommen sie an? Wo sie ankommen sollten, bei unseren Politikern primär. Weil die müssen ja diese Gedanken und diese positiven Aussagen an die Bürger bringen. Also ich bin schon sehr erfrischend optimistisch und es wäre natürlich toll, wenn es irgendwie umgesetzt werden könnte, aber im Moment sehe ich das eher nicht so, muss ich sagen. Biedenkopf bietet keine Patentrezepte, sondern Visionen, gerichtet an die Generation seiner Kinder und Enkel. Ob das Konzept in naher Zukunft aufgeht, das wird sich zeigen.